Du willst mehr Siege in der Weekend League holen oder allgemeinen Division Rivals? Dann habe ich jetzt die perfekte Formation für dich. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe sehr, ich kann euch mit diesem Video weiterhelfen. Und wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Und um gar nichts mehr zu verpassen, egal ob Trading-Tipps, Taktiken oder sonst was, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir starten direkt ins Video durch. Let's go! Heute habe ich die perfekte Formation für euch. Beachtet bitte das Team nicht. Ich habe meine Coins momentan investiert. Ich habe das einfach nur für die Visual Effects, damit das Ganze besser rüberkommt, einfach nur so zusammengebaut. Und zwischendurch spiele ich damit mal ein Spiel. Aber in der Regel ist das jetzt nicht mein Team, womit ich in der Weekend League spiele. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf die Formation ein. 5-2-1-2. Und ihr müsst auch noch vorher wissen, ich bin kein E-Sportler. Ich hole meine 14 Siege in der Weekend League ganz entspannt, ganz in Ruhe. Gehe natürlich nicht darauf, dass ich jetzt Profi werden möchte. Aber wenn ihr euch dabei befindet, dass ihr nur 6 Siege holt, dass ihr es nicht schafft, irgendwie die Qualifikation zu packen für die Weekend League, dann ist das Video auf jeden Fall genau das Richtige. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch euch weiterhelfen kann. Auf jeden Fall kommen wir jetzt direkt zu den Einstellungen. Und zwar gehen wir hierfür auf die individuellen Taktiken und stellen dann quasi auf defensiv um, und zwar ist das die 5-2-1-2-Formation. Da gehen wir jetzt direkt drauf und ihr könnt das als allererstes schon direkt sehen. Wir haben im Defensivstil ausgeglichen, haben in der Breite 45. Hier könnt ihr natürlich variieren, je nachdem wie die Gegner spielen, welche Formation die haben. Könnt ihr natürlich hier auch die Breite ein bisschen erhöhen, ein bisschen niedriger machen. Ihr könnt Breite zum Beispiel auch teilweise auf die 55 setzen, auf die 65 setzen. Je nachdem, was für Gegner ihr habt, passt euch da am besten an. Ich sage mal so, je stärker die Gegner sind, desto enger würde ich diese Formation spielen. Auf jeden Fall haben wir die Tiefe auf 50 gesetzt. Auch hier könnt ihr variieren auf 45 oder auf 55. Ich bin da eher ganz entspannt in der Mitte drin, also ganz entspannt 50 einfach nur. Und als nächstes habe ich das Aufbauspiel auf ausgeglichen. Ich hatte es gerade aus Versehen auf langen Ball, aber es ist tatsächlich ausgeglichen. Ihr müsst auf ausgeglichen haben, meiner Meinung nach, weil ich finde, das ist das Beste. Da habt ihr viele Variationen. Ihr könnt lange Bälle spielen, ihr könnt kurze Bälle spielen. Die Leute bieten sich besser an, meiner Meinung nach. Und dazu bei der Chancenerarbeitung habe ich direkte Pässe. Pässe sind dieses Jahr das A und O. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und hier können wir ganz viele Dreiecke in der Fünferkette-Formation bilden, was uns sehr, sehr gut hilft, nach vorne zu kommen, auch gleichzeitig gewisse Spieler hinten zu halten. Dementsprechend würde ich hier auf direkte Pässe gehen. Macht auf jeden Fall nicht auf ausgeglichen Ballbesitz oder Läufe in die Spitze. Das ist alles nicht das Richtige. Ich habe es schon einigermaßen ausprobiert. Natürlich kann das sein, dass das bei dem einen oder anderen natürlich besser für euch ist, aber ich bin eher dafür, dass man da auf die direkten Pässe geht und da halt mehr von hat. Auf jeden Fall habe ich die Breite im Angriff etwas erhöht im Vergleich zur Defensive. Einfach nur um 5, das ist jetzt nicht wirklich sonderlich viel. Trotzdem hat man hier eine Bewegung in-game nach außen, die ganz leicht merkbar ist, und das ist halt auch sehr gut, um gewisse Chancen und Räume in der Mitte zu kreieren, was für den Zehner sehr wichtig sein wird, aber dazu kommen wir gleich noch bei den Anweisungen. Auf jeden Fall habe ich Spieler im Strafraum auf 7 gesetzt, weil ich halt möglichst viele Flanken bringen möchte, möglichst schöne Steilpässe in die Spitze spielen möchte, vor allem wenn sie jetzt hochkommen mit den beiden L1, R1 und Dreiecktasten. Das funktioniert immer sehr, sehr gut, und bei Ecken und Freistößen halte ich mich sehr stark zurück und bin eher auf der 1 unterwegs, und ja, ich finde, man braucht halt auch nicht wirklich viel mehr Spieler. Dementsprechend haben wir jetzt diese Einstellung fertig gemacht und wir kommen jetzt zu den Anweisungen. Und bei den Anweisungen müsst ihr auf jeden Fall einige Sachen beachten. Und zwar als allererstes würde ich euch raten, jetzt nicht so wie in meinem Team einen Sané da drinnen zu spielen. Ihr könnt das natürlich auch machen. Allerdings sind da eher linke Außenverteidiger und rechte Außenverteidiger wesentlich besser, weil sie auch super nach hinten arbeiten können. Auf jeden Fall kommen wir mal direkt erstmal zum Linksverteidiger, und da habe ich zu den Einstellungen auf jeden Fall in den offensiven Sachen mit angreifen, was ich sehr, sehr wichtig finde, und alles andere sollte in der Regel gleich bleiben. Ihr könnt auch gerne übergreifend machen, was auch nochmal sehr, sehr gut ist, damit ihr noch ein bisschen längere Bälle auf die Außen spielen könnt. Allerdings müsst ihr das Ganze nicht tun. Ihr könnt auch einfach auf dem gemischten Angriff bleiben, so habt ihr eine gewisse Variation. Da müsst ihr gucken, was euch am besten passt. Bei den Innenverteidigern habe ich gar nichts eingestellt, und bei dem Rechtsverteidiger habe ich genau das gleiche wie beim Linksverteidiger eingestellt. Also mit angreifen, alles andere bleibt gleich. Was auch noch sehr interessant ist, ist mein Torhüter. Hier habe ich eingestellt, dass er beim Abwehren von Flanken ein Flankenfänger ist. Das heißt, er ist tendenziell eher ein bisschen weiter nach vorne ausgerichtet und kann so auch viele Flanken abfangen, die auf diese ganzen Lamphy-Spieler wie ein Giroud, wie ein Lukaku, wie ein Haaland kommen. Und dementsprechend ist das auch sehr, sehr gut, hier einige Bälle abzufangen. Und dazu gehört es halt auch noch, Torwart-Libero zu machen. Das bedeutet, dass mein Torhüter auch wieder hier tendenziell mehr nach vorne ausgerichtet ist. Das heißt, er steht viel weiter vorm Tor, was auch wiederum ganz gut ist gegen Konter, sodass ihr da den Torhüter rausholen könnt und vielleicht sogar den einen oder anderen Lenfi-Stürmer den Ball wegnehmen könnt. Ansonsten ist er auch tendenziell nach vorne ausgerichtet, weil er halt auch eben viele Flanken dadurch fangen kann. Kommen wir rüber zu meinen beiden ZMs. Die haben beide die gleichen Einstellungen. Das ist auch sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach, weil in dieser Formation hat man oft das Problem, dass man, wenn man die zentralen Mittelfeldspieler auf die Außen schicken sollte, quasi hier unten nicht Mitte abdecken habt, sondern Flügel abdecken habt, was Standard ist, habt ihr riesengroße Löcher, und das wollt ihr nicht haben. Deswegen habe ich auf jeden Fall bei denen
ZMs Mitte abdecken gemacht, alles andere bleibt gleich und noch einmal bei dem offensiv unterstützenden habe ich einmal hinten bleiben bei Angriff und das ist natürlich bei beiden der Fall, weil ich halt hier zwei Sechser haben möchte, beziehungsweise theoretisch auch zwei Achter. Es kommt auf die Arbeitsraten von den Spielern an, die mein Mittelfeld in der Mitte zusammenhalten und sehr dicht machen. Als nächstes habe ich mein ZM und hier habe ich fast alles so gelassen, wie es ist, außer dass er alle Freiheiten hat. Das heißt, er kann sich nach links bewegen, der kann sich nach rechts bewegen, der kann nach hinten laufen, der kann mal an der Spitze stehen. Das ist absolut sein Ding. Dadurch haben wir quasi den gewissen Raum zwischen den Stürmern und den ZMs so ausgefüllt, dass wir immer auf irgendeiner Position den ZOM haben, der sich gerade anbietet, um perfekt wieder Doppelpässe zu spielen und die gewissen Dreiecke zu bilden. Und als letztes habe ich noch beide Stürmer und bei denen habe ich das so gemacht, dass ich den beiden Abwehr überlaufen gegeben habe und vorne bleiben, sodass wir quasi das Mittelfeld überbrücken mit dem Rafinha auf dem ZOM und die beiden Stürmer in der Zeit permanent schicken können, beziehungsweise wir bilden Dreiecke mit zum Beispiel ein Tchouaméni, ein Rafinha und ein Carvajal auf der rechten Seite und schicken parallel dazu noch Martial, weil er sowieso die Abwehr überläuft, was halt sehr, sehr overpowered ist und sehr, sehr gut ist, wenn man in der Offensive viele Sachen kreieren möchte. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie man gegen diese Fünferkette ankommt und eine Strategie aufbaut, um so jeden Gegner hops zu nehmen, dann lass auf jeden Fall ein Like da bei dem Video und ich werde in den nächsten Tagen eine Konterformation vorstellen, die sehr, sehr gut ist, um diese Fünferkette zu überbrücken und auszugleichen. Und ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr neu seid und wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao!